Ich habe ein bisschen Bammel, dass wir sterben werden. Auf dieser Reise. Weißt du, und vor allen Dingen sonst immer reisen, fette Pyramide finden, fette Monumente und dies und das und tralala. Und dann gehen wir auf eine Blümchenpflückreise und krepieren dabei. Hallo? Ach ja. Ja, das wird ja nichts. Ich wollte mich gerade hier reingraben. Tolle Idee. Die Musik ist auch schon sehr vielsagend. Zack. Oh Gott, ich hasse Dschungelbiome. Oh. Schwarzes Granit. Immer gut. Fackel aufhängen. Lalala. Mach ich mal da. Ich mache uns mal ganz kurz eine Behausung. Dann können wir hier schon mal pennen. Das Bett muss ich auch noch mal rausholen gerade. Zack, das Bett. Ehrlich gesagt, die Taumlinse brauche ich ja gerade gar nicht. Dafür brauche ich zwischendurch immer mal wieder... Oh Gott, ist das langsam hier. So, wir legen uns mal ganz kurz hin. So. Hier geht's raus. Kann natürlich sein, dass hier immer noch Viecher sind. Der Fall kam aber von hinten. Eine Schnecke. Ist auch süß. Okay, war... Ich glaube, die Richtung war irgendwie keine gute Idee. Wir haben ja fast nur Wasser. Und wir müssen dann irgendwann auch wieder zurück. Das ist, glaube ich, das Meer, was wir auch bei uns da haben an der Ecke, oder? Ich glaube, das dürfte genau das Meer sein, wenn wir jetzt die Küste ablaufen. Nein! So. Wenn wir jetzt die Küste ablaufen, ich glaube, dann landen wir bei uns irgendwo. Ich glaube, dann landen wir bei uns. Ich habe kein Holz mit übrigens. Ich, ja gut, ich könnte mir jetzt ein welches holen. Ein Boot. Dann brauchen wir jetzt eben ein Boot. Was soll's? Wir haben uns schon lange kein Boot mehr gebaut. Seit der Reise. Oh Gott, ich hasse Dschungelbiome. So. Ich freue mich ehrlich gesagt schon, wenn wir auf dem Server spielen. Da freue ich mich. Oh, hier sollte ich vielleicht nicht unbedingt sein. Ich freue mich schon mega drauf, wenn wir auf dem Server spielen. Ich glaube, es wird wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Dann haben wir hier diesen ganzen Scheiß nämlich nicht mehr. So. Jetzt fällt der Baum auf uns drauf. Wäre eigentlich cool. So, das nehme ich alles mit. Ich habe keine Ahnung, ob wir da irgendwas draus gewinnen können. So, und dann nochmal... Schnurp, 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 schnurp. Einmal mal ganz kurz da runter. Das können wir auch nochmal mitnehmen. Seelerwendel. Großartig. Das finde ich ja schön. Gut, dass hier so viele Blumen gibt. Was ist das denn? Eine Sandwarze oder was? Nee, Sandwort. So, gut, hier machen wir ganz kurz Dschungelholz. Und dazu eine Workbench haben wir, glaube ich, schon mit. Ne? Wenn mich nicht alles täuscht, müssten wir die hier drin haben. Genau. Dann nehme ich mal ganz kurz. So, hab das Gefühl, wir müssen immer mehr mit auf Reisen nehmen. Und jetzt nochmal eben schnell ein Bötchen gebaut. Zack, zack, zack. So. So. Ich hätte gleich mehrere bauen können. So. Geronimo! Auf geht's zu neuen Ufern! Juhu! So ist auch schön. Das ist die schönste Einstellung. Ich hoffe nur, es fängt nicht an zu regnen. Ja, die ganzen unsichtbaren Möwen sind schon sehr laut. Das hier sieht nicht unbedingt nach einer Insel aus. Okay, wir schippern hier tatsächlich gerade auf dem Weltmeer rum. Ich hoffe, ich kriege kein Skorbut. Ich hoffe, ich kriege kein Skorbut. So, dim, 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 dim. Tja, und sonst so, geht's euch gut? Geht's euch gut? Habt da noch einigermaßen Spaß? Ja, eigentlich ist das... ganz anders geworden, als ich dachte.
Guck mal. Das will ich jetzt aber mal testen. Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Wir testen das auch mal. Huch! Was macht das? Kann ich das damit irgendwie... Wie kann ich denn... Boot. Ich will nicht das Boot, ich will das da. Was macht es? Kann ich das damit irgendwie... Muss ich dafür aussteigen oder was? Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ist egal, ich lasse das Ding erstmal da. Ich lasse das Ding erstmal da. Ich will erstmal weiter nach Norden reisen. Ich finde es gut, dass plötzlich die Inseln aufploppen, wenn wir nicht mehr fahren. Das finde ich ganz gut. So. Wahrscheinlich hätte ich aussteigen müssen. Ist mir aber, ist mir gerade egal. Wir werden von den Dingern noch ein paar finden, glaube ich. Das sind übrigens gefährliche Chemtrails. Und ich habe, das ist meine Akasha-Linse. Mit meiner Akasha-Linse kann ich da sehr schön gegengehen. Guck mal, da drüben ist noch so ein... Die sind ja überall so eine Dinger. Ich probiere es jetzt mal mit aussteigen. Da sind drei... Drei? Ich dachte, die wären selten. Hallo? Hallo? Da drüben kommt jetzt was. Da hinten jetzt auch irgendwie... Hallo? Ich kann gerade nicht aussteigen. Jetzt kann ich aussteigen. Und aus irgendeinem Grund bin ich 10 Meter weit weggeflogen. Auranode. Oh, da fliegen erstmal ein paar Sachen rum. Hab gerade Dinge gesammelt. Ich weiß aber nicht genau was. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das jetzt einfach mal gesammelt und das ist dann rechts, nach rechts weggeflogen. Wir werden das alles noch herausfinden. Wir werden das alles noch herausfinden. So, hey. Das Boot hat abgetrieben. Wie sieht's denn hier aus, hm? Da drüben... Ach komm, weißt du was? Wenn wir schon mal da sind, nehmen wir die da drüben auch noch mit, die Note. So. Bremsen! So, wo bin ich jetzt gelandet? So. Geht alles in einem Büchelein oben rechts. Keine Ahnung, was das macht. So, aber wir können jetzt mal... Ich schippe mal ganz kurz hier zur Insel. Ich weiß nämlich nicht genau, ob wir da jetzt hin können oder nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo wir denn hier sind. Und wieso habe ich im Boot keine Hungeranzeige eigentlich? Oh, blaue Blumen! Wir sind richtig! Das könnte vielleicht... So. Immer... Kann ich das Boot nicht mehr benutzen? Was? Hallo! Jetzt geht's. So, bleibt das denn hier, ne? Das fliegt doch schon gleich wieder weg. So, ich hoffe, das bleibt jetzt hier. Ich finde es gut, dass man aber 50.000 Kilometer weit weg aussteigt. Das macht das Ganze sehr viel realistischer vom Gefühl her. Okay. Das Meer ist sehr laut! Ich weiß! So, Swampflower. Zack. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Und, sagen wir nicht, da hinten ist schon der Dschungel. Wir müssen gleich mal auf der Karte... Ist das etwa Marmor? Das ist aber der falsche Marmor, ne? Das ist Marmor, Blue Schist. Ja, ist der falsche Marmor. Glück gehabt! Oder Pech gehabt, je nachdem. Ist alles der falsche Marmor. Leider. Ach du Heilige, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ist das der richtige Marmor? Es könnte der richtige sein, weil wir sind gerade in diesem Marmorbiom. Nein, es ist der falsche Marmor. Ich glaube, wir sind gerade in so einem Marmorbiom oder sowas. So. Gut. Also, oh, es gibt hier viele blaue Blumen. Das finde ich sehr gut. Wir brauchen hier Blau. Und Blau ist die Blume, die wir eigentlich am seltensten haben. Also nicht die Blume, sondern... Die Art von Farbe, die wir am seltensten haben. Deswegen ist das sehr geil, dass hier überall so viele blaue Blumen sind. Weil davon brauchen wir noch ein paar. Habe ich noch Platz? Ich habe noch Platz.
Alter, und zwar gar nicht mal so weniger. Ganz ehrlich, so ein Biom, ne, so ein Biom, wie wir das sonst gefunden haben, in Lila oder Purpur, je nachdem, wie man das nennen möchte. So, als könnte man das super mit diesen blauen Blumen machen und Silverleaf-Bäumen, eigentlich. Das würde auch total geil aussehen. So, ich glaube, wir müssen uns auch gleich einen Unterschlupf bauen. Bauen. So. Gut, das läuft. Ansonsten, na, das ist nichts. Okay. Ist nichts, dann gehen wir weiter. Den können wir theoretisch nochmal mitnehmen. Den Pilz nicht unbedingt. Haben wir noch Platz? Ein bisschen Platz haben wir noch. So, Alter, nice hier mit den Blumen. Sehr, sehr schön. Also an Blau wird es uns erstmal nicht mangeln, hoffe ich. Halt, ich nehme mich auch nochmal mit, weil wir von dir zu wenig haben. Ich habe keinen Platz für dich. Okay. So, ganz kurz eben wieder Blümchen hier drin. Bim, bim, bim. Jetzt habe ich hier so einen Stalker, den brauchen wir eigentlich gar nicht. Na, was soll's, egal. Was wir haben, haben wir. Und ein Pilz. Großartig. So. Hätte mir jemand gesagt, dass ich bei Minecraft mal auf eine Blumenreise gehen würde, ich hätte ihm einen Vogel gezeigt. Ich muss übrigens mal langsam, wir müssen mal langsam, ne? Uns hier wieder irgendwo einknasten. Ich würde sagen, vielleicht hier. Zu groß gebaut hier. Egal. Loamy Dirt. Auch schön. Loamy Dirt. Das Ding dahin und dann eine... Ja, der Loamy Dirt, der ist richtig ein Freudenspender. Ist richtig hell hier gerade. So. Dann nochmal das Bett ganz kurz hier hingeschisselt. Gute Nacht. So, das haben wir. Und dann machen wir ganz kurz hier wieder weiter. Keine Viecher, keine Viecher. Keine Viecher, kein Problem. So. Ich hoffe, wir finden auf der Reise wieder ein bisschen was. Also auch wieder neue Bäume, neue versteckte Dinge. Da hinten ist ein... Da hinten ist eine Eiswüste. Da würde ich gerne mal hingehen. Ist ja egal, ob das Boot jetzt hinter uns liegt. Wir können jederzeit neue Boote machen. Ich lasse es da einfach mal liegen. Vielleicht finden wir es irgendwann mal wieder. Ach, gucke mal da. Da haben wir schon wieder einen Obelisk. So, hier noch irgendwas. Ich gucke mal ganz kurz nach Blümchen. Kennt noch mehr ein Blümchen aus den 90ern? Mir fällt jetzt gerade wie ein Bum-Bum-Bum-Bum-Bumerang. Komme ich eben mal wieder bei dir. Ist das das Ding, wo wir schon mal waren? Guck mal, das ist ein Obsidian-Totem. Was passiert denn? Ich habe keine Ahnung. Ich habe Angst. Ich weiß, ob das eine gute Idee ist, wenn wir das gerade machen. Da oben steckt doch irgendwas drin, oder? Ist das hier, wo wir schon mal waren? Herz, ein Herz. Gott, ich kenne die Lieder alle gar nicht mehr. Ich kenne die Lieder alle gar nicht mehr. Diese 90er-Jahre-Lieder. Um Gottes Willen. Das ist doch hier, wo wir schon mal waren, verdammt. Also erstmal ganz kurz. Ich habe Angst, da hinten hinzugehen und diese Dinge zu verwenden, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, wir werden gleich tot sein. Ist das eine gute Idee? Ist das eine gute Idee? Ich glaube, hier waren wir wirklich schon mal. Ist das eine gute Idee, dieses Ding jetzt hier? Aura Note. Ich weiß, wir können die jetzt natürlich. Das Problem ist... Wir können die jetzt scannen, aber ich glaube, wir werden dann angegriffen. Ich weiß nicht, warum. Capstone kann ich momentan nichts machen. Ah, Snow. Cool. Snow haben wir untersucht.
Eis. Eis haben wir untersucht. Restblock müssen wir Leben untersuchen, glaube ich. Ja, dich nehme ich mit. Das muss doch gehen, oder? Aura Note kann ich nicht lesen. Warum kann ich die nicht lesen? You must study things that move. Okay, ich kann die momentan noch nicht lesen. Ich bin momentan echt noch überfragt, was das Ding angeht. Das traue ich mich gerade noch nicht, weil ich das Gefühl habe, da kommen ganz fiese... Ne, ganz fiese. Ich wurde schon mal vorgewarnt, das zu machen. Deswegen lasse ich es mal gerade. Oh, Gelb. Da hole ich gleich wieder meine Erdekartoffel raus. So, wir brauchen übrigens neue Lieder auf dem Soundtrack hier. Wir haben die Lieder alle schon tausendmal gehört. Und dieses hier passt auch irgendwie gar nicht rein, finde ich. So. Ich guck mal ganz kurz in den Atlas, ob wir hier schon mal waren. Denn ich bin mir ziemlich sicher, ich bin mir hundertprozentig sicher. Jo, wir waren ja schon mal. Guck mal, das sind die Dinger. Aura Note, Himmelsschlund, Akasha, Akasha. Wir waren ja schon mal. Aber wenn wir hier weitergehen und dann nach Süden, dann waren wir da noch nicht. Machen wir das. So, machen wir das mal. Was ist das denn hier? So, und dann nach Süden... Eine Deppnettel, eine Todesnettel. Die Todesnette. Was haben wir hier? Ein Parasolpilz. Was will ich gar nicht aufheben? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier, Freunde? So. Dann nehmen wir das mal ganz kurz mit, denn so gehört sich das. Das ist wichtig. Vorhin gab es eine Frage, in welcher Technologie siehst du das größte Potenzial für Spiele? Ehrlich gesagt, ich muss zugeben, ich finde momentan Virtual Reality finde ich schon mal sehr geil, ein geiler Ansatz, ist aber meiner Meinung nach ist Virtual Reality gerade noch extrem in den Kinderschuhen. Warum? Woher? Hä? Ja, meiner Meinung nach, meiner bescheidenen Ansicht nach, ist Virtual Reality momentan noch absolut in den Kinderschuhen. Es ist momentan für den Endbenutzer noch nicht. Ich habe das, glaube ich, schon mal ausführlich gesagt. Zum Beispiel die HTC Vive, ne, die immer noch am Kopfstück, hat den immer noch so ein fettes Kabel, das man da braucht. Das mit dem Kabel, finde ich, ist heutzutage überhaupt nicht mehr nötig. Das kann man anders lösen, dass man sich freier bewegen kann. Diese Handstücke von der HTC Vive, diese beiden, ich sag mal, Joysticks, die du in der Hand hast, die sind absolut unnötig. Da kannst du inzwischen auch schon Handschuhe machen und so weiter. Es wirkt ein bisschen überhastet. Es wirkt ein bisschen überhastet und nicht konsequent zu Ende gebracht. Momentan noch. Ich glaube, da werden wir noch ein, zwei Generationen warten müssen, bis das Ding einigermaßen solide läuft. Oder halt so solide läuft, wie es, glaube ich, laufen sollte. Oder halt integriert werden kann in den Spielealltag oder was auch immer. Und dann... Ich möchte nämlich sagen, dass dieses Thema eigentlich erst der Anfang ist, denn momentan wird ja schon so ein bisschen in Sachen Holodeck experimentiert. Das finde ich dann wiederum sehr spannend. Holodeck ist aber eine ganz andere Hausnummer. Also wenn es dann so weit wird, wenn man das irgendwie hinkriegt, so ein Holodeck hinzukriegen, dann muss der Boden sich bewegen, glaube ich, damit du halt in diesem kleineren Raum die Illusion eines größeren Raumes erzeugen kannst. Irgendwie sowas. Wenn man das dann hinkriegt, alter Schwede, und du kannst dann wirklich ganze Welten nachbauen, sage ich mal, in deinem Kinderzimmer. Im Grunde genommen kannst du mit dem Holodeck, wenn die, also ganz ehrlich, wenn die Energie natürlich dafür vorhanden ist, könntest du theoretisch so viele Probleme lösen. Sagen wir mal, jeder kennt ja aus Japan diese kleinen Hotels, ne? Diese Hotels, wo dann wirklich nur ein Raum ist. Also diese komischen, wo du nur schlafen kannst, in so einem beengten Gedöns. Ne? Kennst du ja, weißt du, was ich meine? Diese Capsule-Hotels. Kennt ja jeder. Stell dir mal vor, du könntest in so einer Capsule aber einen gesamten Raum abbilden.
Die Capsule wäre dabei natürlich hochkant ein bisschen größer, müsste wahrscheinlich sein, dass man nicht irgendwo mit den Armen anstößt oder sonst irgendwas. Aber du könntest damit einen riesigen Raum abbilden, wenn das irgendwie funktioniert. Aber ich glaube, das wird eher so funktionieren. Ich glaube, Holodeck ist, glaube ich, eher abwegiger. Weil du musst ja irgendwie, du musst ja auch rumlaufen können. Ich glaube, das wird der Boden nicht abbilden können oder du wirst das gefühlsmäßig nicht reell hinbekommen. Ich glaube, da wird es eher so laufen, dass das, was wir vom Holodeck erwarten, eher in unserem Kopf stattfindet. Das heißt, wir werden uns da irgendwie so ein bisschen Matrix-mäßig irgendwo anschließen. Vielleicht nicht unbedingt ein Genick mit so einem Ding. Das könnte vielleicht unangenehm sein. Aber dass wir uns Matrix-mäßig an irgendwas anschließen und die ganze Illusion in unserem Kopf stattfindet. Wenn sie es nicht schon längst tut. Weiß man ja nicht. Weiß man ja nicht. Und ich glaube, das wäre, glaube ich, ich glaube, das wäre so, das wäre das Maß aller Dinge. Ich weiß nicht genau, ob es irgendwann möglich sein wird, aber ganz ehrlich, momentan ist man ja schon dabei, Gehirnströme auszulesen, pipapo, um dann irgendwie Prothesen zu machen. Das Thema finde ich mega spannend. Ich habe so Tage nach der Gamescom zum Beispiel, da wünschte ich mir, jemand würde mir einfach unter Vollnarkose die Beine abnehmen und mir dann einfach so, ich weiß nicht, Prothesen, geile Elektroprothesenbeine mit diesen, wie bei Portal, diese Springdinger unten. Ne, sowas in der Richtung. Das wäre irgendwie cool. Ich weiß nicht warum, das wäre irgendwie cool. Ich weiß, Prothesen sind noch... Ich glaube, Prothesen sind momentan noch irgendwie in der Gesellschaft, sodass man sagt, so dass bei Leuten mit Stumpen zum Beispiel ist, wo du denkst, wie benehme ich mich jetzt? Wie verhalte ich mich jetzt gegenüber dieser Person? Na, ich glaube, das ist noch alles so ein bisschen, weil es so ungewohnt ist, aber ich glaube, das kommt irgendwann, dass Prothesen einfach gang und gäbe sind oder ausgedruckte Körperteile mit einem 3D-Drucker. So, meine Leber, die habe ich aus dem Hewlett-Packard. So, kann ja sein. So, die Birne habe ich auch mal mitgenommen, Amber nehme ich auch mal mit. Hier, das Fleisch nehme ich auch mal mit. So, auf jeden Fall wäre das sehr, sehr interessant. Und die Frage ist natürlich, wie wird sowas immer eingesetzt? Ganz ehrlich, ich glaube, die ersten, die bei so künstlichen Prothesen mit dabei sind, wären mit Sicherheit die Militärs. Damit man das auch irgendwie für einen Krieg einsetzen kann oder irgendwas. Das ist schön aus immer wieder. Da hinten will ich hin. Guck mal, dieser Riesenbaum, da will ich mal hin. Ich glaube, die ersten, die da mit an Bord wären, wären die Militärs. Es sei denn, Hunde! Oh Mann, ich will mal wieder einen Hundi haben. Ich hab leider keinen Knochen. Kommst du trotzdem mit? Ist, glaube ich, ein Nein. Hundis! Ich will wieder Hundis! Ja. Aber ganz ehrlich, die Frage ist natürlich, wie lange dauert es, bis man da noch... Ich meine, man führt jetzt schon teilweise Kriege ohne Menschen. Also, zumindest... Teilweise, nicht ganz. Menschen sind ja irgendwie immer mit daran beteiligt. So, aber ich glaube, es wird mehr so in diese Richtung gehen, Kriege führen ohne Menschen. So, was ist das? Oh, ein Hasenbärt! Herr Hoppelmann! So, haben wir jetzt auf der Krone sitzt jetzt ein Hase, ein schwarzer Hase. Den werde ich mal wieder freilassen müssen, denn... Ja, das Problem... Komm, ich lass dich frei. Herr Hoppelmann! Mal gucken, ob wir den jemals wiedersehen. Wir müssen uns nämlich jetzt hier dringend... So, wieder eingraben. So, zack. Es ist ja dunkel, warte ganz kurz. So, dann muss ich hier nochmal ganz kurz dicht machen. Und wir brauchen auch noch eine Fackel. La 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 la. Was eigentlich auch geil wäre, geht das eigentlich, dass man da unten in der Inventarleiste, dass man irgendwie auf Knopfdruck eine andere Inventarleiste kurz laden kann? Also nicht laden, sondern dass man einfach andere Gegenstände dann in der Inventarleiste hat. So auf Knopfdruck, so zum Beispiel Shift F1 oder sonst irgendwas. Geht das? Würde mich mal interessieren. Dass man die Inventarleiste quasi ein bisschen vergrößert. Oder sich halt mehrere Inventarleisten machen kann. Das wäre interessant. Herr Hoppelmann! Kommen Sie! Wir gehen auf Reisen! Ich glaube, dem passiert nichts. Ich habe ein bisschen Angst deswegen. So. Ja, ist ja gut. Da quietscht er ganz vergnügt, der kleine Racker. Marble haben wir auch ein bisschen gefunden. Ich wollte wohin? Ich wollte irgendwo... Oh, ein Waschbär. Die sind aber lieb, ne? Die tun nichts. Es sei denn, man greift die an oder man überrascht die gerade, wie sie den eigenen Müll durchwühlen. Kann mir vorstellen, dass sie dann vielleicht eher ungehalten sind. So. Canyon Creek... Ich höre mal gar nicht, dass ich sie mitnehme, ehrlich gesagt. So.
Was? Man hat unter anderem mit einem Bioprinter eine künstliche Qualle aus Muskelzellen von Ratten und Silikon gedruckt, die schwimmen konnte. Was? Ach du Scheiße. Also theoretisch würde es wahrscheinlich möglich sein, theoretisch... Die frisst die Blumen, ne? Ach, die will zu den Blumen, kommt aber nicht hin, weil die da gerade im Freien schweben. Haha. So, Ziegen fressen immer Sachen, die runtergefallen sind. Blumen sind weg. Was ist das? Ein Bär? Habe ich gerade einen Bär gehört? Da ist ein Bär. Das gute alte Bär. Okay, hier komme ich aber nicht durch. Ich gehe mal lieber, bevor der Bär sauer wird. Ich glaube, der greift mich... Alter. Ich glaube, der greift mich erstmal nicht an, bis ich was tue. Oder vielleicht, bis ich zu nahe komme. Das kann auch sein. So. Ganz kurz. Guck mal, wir haben ja die Kartoschki mit. Ich hau mir ganz kurz in den Rachen. Boah, lecker. Lecker. Alter, wie viel frisst der denn, der Junge? Hallo? Da oben der Baum ist auch schön. Der Baum der Erkenntnis. Wo ist denn der Baum, zu dem ich hin wollte? Ach, das war vielleicht der. Okay, war doch nicht so spannend. Gut, dann paddel ich immer weiter ganz zu Fuß in die unbekannte Pampa. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Keine Ahnung, wo wir hier hinkommen. So. Aha. Kann ich eigentlich, nur mal ganz kurz, warte, hier Sand zum Beispiel und sowas, ne, oder auch Kies, Gravel. Kann ich eine Sand und Gravel, wenn ich hier zum Beispiel die Linse, einfach mal ganz kurz, aha, Gravel und Sand, aha, okay, Wasser haben wir auch, was, das kann ich nicht lernen, okay. Da kommen irgendwie ganz viele Viecher raus, man sieht es bereits, aber das kann ich nicht lernen. Die Grundsachen kann ich alle mitnehmen, aber irgendwie die Feinheiten glaube ich nicht. Oder vielleicht Sachen aus anderen Mods kann ich vielleicht nicht bestimmen oder nicht lernen oder was auch immer. So, Blumen, Blumen, Blumen. Wir sind immer noch auf der Blumenreise gerade. Blumento-Pferde hätten wir auch mal mitnehmen sollen. So. Also mit blauen Blumen läuft, ne? Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar rote Blumen und wir brauchen noch ein paar gelbe Blumen. Aber blau haben wir, glaube ich, gut mit... So. Ah, die Musik ist so schön. Die Musik ist so schön. Okay, das nehme ich mit, das nehme ich mit, das nehme ich... das nehme ich nicht mit, das nehme ich mit. Das sieht auch interessant aus. Was ist das denn? Königsorchidee. Ah, die kann man doch bestimmt zu Hause in die Küche hängen, oder? Oder an die Küche oder ins Esszimmer oder sonst irgendwas. Schauen wir mal ganz kurz. Wo kommen wir denn hier raus? Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Pass auf, halt. So, wo sind wir denn? Ah, wir sind jetzt... da war... Okay, ich muss mich genau umdrehen. Wir müssen in diese Richtung. Da waren wir noch nicht. Dorthin. Über die... Da müssen wir aber über die Berge, ne? Wenn wir über die Berge gehen, würde ich mir fast Skyrim-Musik wünschen, ehrlich gesagt. Und ich würde mir wünschen, dass bei Bergen die Kuppen immer so verschneit sind, irgendwie. Weißt du, dass da oben immer Schnee liegt, dass man so richtig sieht, oh, das sind richtig krasse Berge. Und wenn du im Schneegebiet bist, da oben, dass es dann so ein bisschen neblig ist. Weil du bist ja quasi so weit oben in der Höhe... Dass da schon so ein bisschen die Wolken vorbeizieht. Das würde ich mir echt wünschen. Das wäre so geil. Das wäre so schön atmosphärisch. Gibt's bestimmt schon. Gibt ja für alles eine Mod. So, oder wir gehen an den Bergen vorbei. Das würde auch gehen. Weil über die Berge weiß ich nicht, ob wir da rüberkommen. Nee, wahrscheinlich eher nicht. So. Gut.